So, jetzt haben wir hier noch ein Video von Roofless seit einiger Zeit offen. Und zwar ein ehemaliger Kommandobunker und anscheinend sind sie in Kroatien. Also ich gehe mal davon aus, dass die hier wieder mehrere Locations und Orte zusammengeschnitten haben zu einem Video. Roofless TV ist halt immer eigentlich ein safes Ding, dass das ein gutes Video ist. Deswegen bin ich mal gespannt. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade im wunderschönen kroatischen Gebirge und für uns geht's gleich in einen riesigen Kommandobunker, der sich 60 Meter unter der Erde befinden soll. Von hier aus wurden militärische Handlungen während des. Jedes Mal. Es ist jedes Mal so. Sobald er anfängt zu reden und der andere ihm die Kamera viel zu nah ans Gesicht mit dem Ultraweitwinkel hält, muss ich sofort an blauer Jogginghosen Alex denken. Jugoslawienkriegs gesteuert und das zu Luft und zu Wasser. Das Ding befindet sich auf militärischem Sperrgebiet, welches komplett vermint ist. Wir haben eine ungefähre Location. Es wird auf jeden Fall nicht leicht, den Eingang zu finden, aber irgendwie machen wir das schon. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang. Los geht's, Leute. Irgendwo auf diesem Berg hier soll sich tatsächlich jetzt eine militärische Station befinden und unter uns ein Kommandobunker. Schön hier direkt im Gebirge, also das ist ja wirklich eine Aussicht vom Allerfeinsten. Da kann ich schon lesen, Military Zone. Gott sei Dank gibt es hier einen kleinen Geheimweg. Eieiei. Da geht es direkt los. Ein Schild komplett zerschossen und ich kann mir vorstellen, dass das was mit den Minen vielleicht zu tun hat. Kann man leider nichts mehr erkennen. So schön diese Landschaft hier auch ist, es sollen hier wirklich unzählige Minen im Boden versteckt sein und deshalb dürfen wir auf jeden Fall nur auf den Wegen hier gehen, damit hier auch alles sich. Sieht auf jeden Fall nach einem richtig confirmten, safen Weg aus. Scheiß, Leute. Oh, da hinten sehe ich auf jeden Fall einen Turm durchblitzen und der sieht militärisch aus. Also von hier sieht man den Turm jetzt wirklich klar und deutlich. Das sieht echt aus wie ein Wachposten. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Vielleicht ist echt dieses Gebiet hier schon vermint. Da vorne geht's rauf. Das sieht ein bisschen aus wie ein Weg. Ich glaube, Okay. das wäre sicherer auf jeden Fall. Also wenn das echt voller Minen ist. Ich meine, okay, Kroatien, aber müsste das nicht ein bisschen mehr abgesperrt sein? Und da ruft. Das sieht aber interessant aus. Oh, da ist so ein Radarding. Oh. Ist das nicht ein Parabolspiegel? Ja. Ja. Boah. Das ist ja wild. Direkt hier am Berg. Da die Sender und hier die riesige Radarschüssel. Diese Schüsseln sollen genau in die Richtung von anderen Stützpunkten gehen, damit man den ganzen Luftraum hier überwachen kann. Ja. Krank, dass die Dinger hier noch drinnen sind. Ja. Normalerweise sind die ausgebaut. Ich würde sagen, es geht jetzt mal direkt zum Turm. Schön einen Überblick verschaffen. Ja, komm rauf mit Ausrücken. Uns. Boah. Also das ist wirklich ein Fernspeerposten vom Allerfeinsten. Oh, richtig geil sieht das Ding aus. Ja. Okay, der sieht echt wild aus. Komm, Fedor, gleich rauf. Ich finde das immer unglaublich, was Metall oder Stahl oder whatever das jetzt auch gerade ist, für eine Statik hat. Guckt euch mal diese mega dünnen Streben an. Und so wenig Stahl, so dünn gebogen, reicht aus, um so eine Statik zu gewährleisten. Überlegt mal, in welchen Dimensionen man Holzbalken bräuchte, damit sowas möglich ist. Da musst du ja wahrscheinlich mit dem 20- bis 30-fachen Querschnitt rangehen. Oh. Oh. Leute, der ganze Turm wackelt. Uiuiui. Schau mal, ob die aufgeht. Ja, geht auf. Ah.
Und sieh an, wer da kommt. Schön auf den zivilisierten Weg. Schau. Ui. Das sieht echt aus wie so ein Gefängniswachturm, oder? Ja. Hier schöne Plexiglasscheiben. Und von voll hier geil. Hat man aber wirklich einen phänomenalen Ausblick. Richtig geiler Turm. So, Grüße noch an Mira, die sich auch mal zu Wort meldet. Mira, bist du denn schon den ganzen Abend da und schreibst jetzt erst was? Oder was ist hier los? Vor allen Dingen, hier siehst du unseren Linus hochklettern, aber mich nicht, oder was? Ich dächte, dass ich auch da hochgeklettert bin, wo Linus hochgeklettert ist. Wenn ich mich recht entsinne. So, und noch Grüße an Mr. Ruin-Fan. Da hinten das Meer. Und hier diverse Einstiege in den Felsen. Ah, die müssen wir alle absuchen. Also das wird auf jeden Fall eine Schatzsuche. Boah, das ist ein Suchscheinwerfer. Von hier konnte man dann wahrscheinlich echt den gesamten Hügel abstrahlen. Wie viel Lumen das Ding wohl hatte. Keine Glühbirne mehr drin. Radekonzer. Da drüben auch direkt wieder eine Klappe. Hier auch. Also das sind alles potenzielle Einstiege in diesen Kommandobunker. Ihr müsst euch echt vorstellen, hier unter uns soll es wirklich 60 Meter runter in Räume gehen. Was es alles gibt, ha? Kann man sich nicht vorstellen. Wir müssen echt den ganzen Hügel hier absuchen nach dem Ding. So, wir werden jetzt direkt mal den eisernen Albatros in die Lüfte jagen, um uns einen Überblick zu verschaffen und eventuell direkt den Eingang hier zu spotten. Laut unseren Infos soll sich das Ganze in einem Hang befinden. Also schön jetzt Propeller anwerfen und auskundschaften. Mit dem Ding kann man perfekt suchen, also gleich hoch damit. Boah. Also von hier starten, Bro. Du traust dich aber was. Nicht. Oh, pass auf, pass auf. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das war knapp. Jetzt. Also hier ist eindeutig wieder ein Weg erkennbar. Alles safe. Oh, da ist irgendwas. Okay. Ui, ui, ui. Na, nix. Da geht's nicht weiter. Oh. Ah, direkt daneben sind aber schon wieder zwei Mauern. Und das sieht deutlich massiver aus. Vielleicht ist das ein Eingang. Na, das ist kein Eingang. Wieder Fehlalarm. Zwar kein Eingang, aber das sieht nach einem netten kleinen Sprung aus und ich glaube, den muss ich kurz hier wegmachen. Einfach um diesen Lost Place hier zu ehren, einen kurzen Parcours-Jump auf die Schnelle, Leute. Yes, geil. Oh, schön den Lost Place hier beehrt. Die Sonne ist echt gleich weg. Langsam sollte man den Eingang finden. Irgendwo hier muss das Ding sein. Wo ist dieser Eingang? Das gibt's ja nicht. Autsch, autsch, autsch. Das da vorne sieht aber wieder wegen dem Betonfundament aus. Na, das ist nichts, oder? Na, das ist nichts. Ja, einfach nur gestapelte Steine. Kein Eingang. Das gibt's ja nicht. Weiterkommen. Langsam wird es hier anstrengend. Alles nur für die guten alten Bunker, hm? Ja, wir müssen da unbedingt rein. Eieiei. Sieht mir aber lang nicht mehr wie ein Weg hier aus. Oh! Ha? Das ist es! Ja? Ja! Alter, komm. Wirklich jetzt. Boah, das ist komplett versteckt. Ja. Ah ja? Schaut euch das an. Das sind Mauern. Und da ist ein Gang. Das ist es. Nicht lang schnacken, sofort Zugriff hier. Boah, jetzt Gott noch hoffen, Dank. Dass es da runter geht. Alter, mitten hier im Dickicht. Ich hatte echt kurz Panik, dass wir das nicht finden. Ja. Aber das ist ein Eingang und ich bin mir sicher, dass der jetzt in den Bunker reinführt. Boah. Ja, das sieht mir aber echt nach Bunker aus. Boah, das sieht wild aus. So. Also das müsste jetzt sein. Daumen drücken. Da vorne ist irgendwas. Da geht's runter. Oh ja, das sieht gut aus. Komm, 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 komm. Und? Also Mira, dass du schreibst in unserem Alter, das finde ich ja schon ein bisschen frech, ne?
Spaß. Ich denke, man kann uns schon als eine Generation sehen. Wir sind die Millennials, sagt man, glaube ich, ne? Aber nein. Ich denke, dass ich keine Kapazitätsgrenzen bisher habe. Zumindest sind mir keine aufgefallen. Jackpot, was zur Hölle? Mira, hast du denn das Zelt schon bestellt? Da geht's doch jetzt wirklich straight runter. Das wären die 60 Meter sein. Das ist ja abartig tief. Haben wir irgendwas für einen hohen Check? Da liegt irgendwas. Da haben wir einen Stein. Bro. Schwede, das ist schon hoch. Alter, das hat sich wirklich wie fast 100 Meter angehört. Ja. Schön eine Stunde herumgesucht, aber da ist jetzt wirklich der Einstieg, der direkt unter diesen Bunker führt. Oh, ich bin hyped, komm, für Zugriff. Komm, gleich runter mit uns. Oh. Alter. Man sieht hier wirklich nicht mal den Boden. Oh, ist das anstrengend. Bro. Das ist richtig anstrengend. Komm, durchbeißen. Oh, oh, Alter, was ist das? Schaut euch das an, was da herumrennt. Da ist der Boden, ich sehe den Boden. 10 Meter noch. Oh. Da ist es. Ich bin unten. Oh. 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 Oh, wir sind unten. Wie anstrengend war das bitte gerade? Oh, ich habe einen Augen unterm Pump. Und das muss auch wieder raufgehen. Aber das ist es, Leute. Das sieht eindeutig nach Bunker aus. Hier geht's jetzt los. Boah, geil. Also ich glaube, das war auf jeden Fall die längste Leiter, die wir runtergeklettert sind. Na gut, los geht's. Sagen wir mal direkt hier rein und weg exploren. Boah! Was ist das für eine Bunkertür? In schönem Metallic-Blau. Alter Schwede. Ist die massiv. Geiles Ding. So eine Haustür hätte ich gerne. Oh, direkt die nächste Bunkertür. Na, Bro, hör mir auf. Feder. Boah, mein Herz. Boah, was ist das? Alter, ein riesiger Sechszylindermotor. Boah. Riesig. Und da war die Spule drinnen. Hier sieht man auch schön die Kupferkabel. Das ist eine Anzeige. Hier direkt so ein Schaltkasten daneben. Leider schon komplett zerstört. Und da auch schon der nächste Motor. Boah, das ist ja wirklich wild. Schön die 60 Meter runtergegangen und hier geht es wirklich direkt los. Oh, ist das geil. Das riecht hier auf jeden Fall ölig. Ja, stimmt. Das an. Der nächste Generator. Ja, aber das sieht aus wie die Lüftung. Das ist jetzt die Rückseite von dem Raum, wo wir gerade waren. Und da oben sieht man zwei riesige Rotoren, also das wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Lüftung sein. Alter, da gibt es ja wirklich eine Endlosigkeit. Ja. Zelt wird Anfang September bestellt. Was denn da los? Musst du erst noch auf dein Gehalt warten oder was, Mira? Aber keine Sorge, ich glaube, in mein Zelt passen notfalls auch zwei Leute rein. Nein, Spaß. Alter, überall der Metallstock und da schon wieder so eine Bunkergrille oder was das ist, wenn die da herumspringt. Oh, und da gehen jetzt aber Stiegen hoch. Also da ist auf jeden Fall noch ein Stockwerk hier. Das Ding ist komplett durchlöchert. Boah, das ist anstrengend hier drin. Da legt man halt wirklich Meter zurück. Und das im Berg. Aha. Oh
Und wieder Bunkertüren und diesmal in schwarz gehalten. Boah, ich fühle so eine Haustür, ne? Mann, hätte ich gern so eine Haustür, ey. So in schwarz, ey. Boah, und da geht's jetzt wieder überall lang. Tür nach Tür. Okay, da sind Luftfilter. Sind da schön eingespannt. Ja, stimmt, aus Holz. Das sind diese Kisten hier. Also ihr seht, dazwischen ist die Filtermembran. Und die wurden hier dann einfach von oben eingefügt. Falls da ein Giftgasangriff war, dass die Luft noch gefiltert wurde, die hier reinkommt. Also ihr müsst wissen, dieser Bunker soll auch komplett sicher gegen einen atomaren Schlag sein. Deshalb wahrscheinlich auch diese Filteranlage. Ich finde es immer spannend, dass weltweit immer so eine Atomschutzbunker gebaut wurden, die sämtliche Endzeit-Szenarien berücksichtigen und Filteranlagen und Notstrom und dies und das. Und dann werden die Dinger einfach plötzlich stehen und liegen gelassen. Keinen juckt es mehr. Und ja, keiner kümmert sich mehr und plötzlich stehen die leer. Da wurden Millionen von Euro investiert, um abgesichert zu sein gegen den Krieg. Und dann kam irgendwann der Tag, wo sie anscheinend dachten, ach nö, jetzt ist es nicht mehr nötig, ein Krieg ist unrealistisch. Aber ich sage euch ganz ehrlich, dieser Tag kam doch nie. Es ist doch so aktuell wie eh und je, dass es zu sowas kommen wird. Denn ich verstehe mal nicht, warum die Millionen in sowas investieren. Und dann wird es einfach stehen und liegen gelassen, obwohl das Thema gar nicht durch ist. Raff ich, ich verstehe es nicht. Und da geht's nach hinten. Da müssen wir lang. Oh, oh. Schön dieses Metall in den Rücken rein. Autsch. Das sind Bunkerkrähen. Ach, die tun nichts. Einfach ignorieren. Oh, eine Kiste. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ah ja. Oh, ja, das sieht jetzt aber wie die Personalabteilung aus. Das sieht besser aus, ja, auf jeden Fall. Das sind alles Computerdinge. Und du hast dir eine Ausgabensperre bis Ende des Monats gegeben. Gibst du zu viel aus, oder was? Du weißt nicht, ob du ein oder zwei Personen kaufen sollst. Mit wem willst du da drin pennen? In dem Zelt. Oder ist es auch schon längerfristig gedacht? Gibt es in Deutschland Bunker, die sofort verwendet werden können? Petze schreibt ja. Berlin will auch wieder investieren. Mhm. Solche Kästen. Es geht bis da nach hinten. Das sieht aus wie Telefondesks. Ja. Ja. Das sind echt Tische, wo telefoniert wurde. Hier zum Wählen der Nummer, da war dieser Kreis zum Wählen und da das Telefon. Ja, eine richtige Telefonzentrale. Ja. Boah, jetzt eine Pizza bestellen, das wär's. Boah, und da ist ein Zwischengang. Man sieht, wie hier schön die Büroräume in diesen Stollen eingezogen wurden. Boah, da ist wieder ein Schienenhaus, aber runter. Da geht's schon wieder runter. Und da nochmal so ein gigantischer Schaltbaum oder was das ist. Boah, ist der fett. Boah, ey. Überall die Dinger. Was zur Hölle? Komm, du rechts, ich links. Boah, das stinkt. Und da sind wieder überall Räume. Boah, hier riecht's übel. Boah, Alter, was ist das? Okay. Was zur Hölle? Schau dir das krank. Von so einem Bunker träume ich. Also wirklich, von so einem Bunker, boah, da würde ich so gerne rein. Schau mal an. Boah, das ist der Kommandoraum. Ja, da drüben irgendwelche Tabellen. Hier ist eine Karte mit Straßen in so Sektoren eingegliedert. Diese 360-Grad-Kamera, die fühle ich ja auch. Also hier oben ist man dann wahrscheinlich gesessen. Und hat hier schön auf die Karte geblickt. Und irgendein Kommandant hat da wahrscheinlich da vorne einen Vortrag gegeben. Alles leider vollkommen zerstört. Schon. Da hängen wirklich nur noch die Kabel von der Decke. Aber da geht's hoch. Also nochmal zum Thema Zelt kurz, Mira. Also ich sag dir mal ganz ehrlich,
Es macht beides Sinn. Also, ich würde ein Ein-Personen-Zelt und auch ein Zwei-Personen-Zelt kaufen, je nachdem, was du noch so geplant hast. Ein Ein-Personen-Zelt geht immer, weil das Packmaß und das Gewicht ist natürlich geringer. Das heißt, für so eine Projekte wie in dem Bunker oder so, Overnighter, was tust du dir einen Gefallen, wenn du dir halt ein Ein-Personen-Zelt mitnimmst, weil das einfach viel kleiner ist. Also, was heißt viel kleiner? Es ist kleiner und es ist leichter. Und ich glaube, das Zelt, was ich dir geschickt habe, das habe ich auch für eine Person gekauft. Das ist aber 1,20 Meter breit. Und theoretisch passen da auch zwei Leute rein, die nebeneinander liegen in dem Ein-Personen-Zelt. Aber natürlich, ja, Schulter an Schulter, sage ich mal. So, guten Abend noch an Lockdog und guten Abend an Silvia. Und noch guten Boah. Abend an Ralf Henke. Da drüben die Karte. Der Geruch, also hier wären Masken wirklich sinnvoll gewesen, ich sag's euch. Oh, da geht nochmal Treppen hoch. Und das sind jetzt diese Karten. Und da wurden dann wirklich die ganzen militärischen Operationen gesteuert. Das ist wild, wenn man sich vorstellt, dass da wirklich die Obersten vom Militär gesessen sind und Ja, irgendwas geplant haben. das waren wahrscheinlich die Chefsessel hier. Alles aber schon zerstört hier. Schade. Das ist wirklich ein einziger Trümmerhaufen hier. Und hier kann man jetzt schön die Sache erkennen. Aviona, das war wahrscheinlich echt für den Flugraum hier. Aero, Helidrom, Helikoptera und da Knöpfe. Boah, Alter, da ging es dann los. Ist das satisfying hier herumzudrücken? Oh, schau, und da waren die Städte eingezeichnet: Mostar, Pula, Bihac, Sarajevo. Vielleicht konnte man echt mit diesen Knöpfen irgendwelche Flugobjekte hinschicken. Das wäre wild. Nach Dubrovnik. Schön den Helikopter. Boah, Felix, ich muss raus aus diesem Raum. Hier stinkt so dermaßen. Bei Ja, der hier Sonne riecht kann das man nicht sein. wirklich den Schimmel und die Chemikalien in der Ja. Luft. Raus jetzt. Also hier verliert man eindeutig Gehirnzellen. Aber das ist dir egal, oder? Ach, bei mir sind die genug. Aha. Technikzentrale. Ja, ich glaube, wir sind jetzt echt unter diesem Kommandoraum. Puh. Ich kann es mir auch nicht erklären, wer und warum in so einem krassen Objekt alles kaputt schlägt. Keine Ahnung. Boah, Betten. Und da kommt der Geruch her, komplett verschimmelt. Warum schimmeln denn die Betten so heftig? Alter, sieht aus wie in einem Horrorfilm. Hört sich das an? Überall Betten. Fast schon im Tarnmuster, aber das ist nur der Schimmel hier. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das hier Räume für die Belegschaft Ah, sind. jetzt, boah, Alter, Alter Schwede. was ist hier bitte? Teppichwand. Boah. Boah, das könnten so Büroräume gewesen sein. Da ist wirklich eine Teppichwand. Was? Was? Was ist? Jetzt die Grille ist auf mich gesprungen. Wirklich? Ja, die Grille dort. Boah, das war scary. Die ist direkt auf meine Hand. Bro, du hast mich so Ja, geschreckt. die ist da gelandet, wirklich. Boah, komm weiter. Oh, da ist echt eine Das war Bürozentrale. ja, das war ein sprichwörtlicher Jump-Scare. Schön abgedreht. Komplett weggeschimmelt. Also da hat man wirklich kein Tageslicht gesehen. Da Na. hast du die Sonne aufs Blatt Papier aufzeichnen können. Ja, da ist ein Ende. Da ist nur die Wo, Lüftung. wo, wo? Was? Eine Grille Wo? ist auf der Gib sie Luchse drauf. runter! Ist schon weg, ist schon weg. Die war auf dir. Die ist von der Wand darüber. Raus jetzt. Also die Unterhose ist nicht mehr ganz. Boah, der Willst du war meine wild. haben? Nein, Da kannst du mir nichts erzählen. da ist alles trocken. Boah, bist du Boah, deppert. Alter. Boah. Warte, da sind wir gekommen gerade vorhin, oder? Ja, da waren wir schon. Ja, wir Alter. waren hier entlang. Also guten Abend noch an Miriam. Da waren wir doch schon, Da oder? waren wir auch schon. Ja, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Da waren wir doch auch schon. Da waren wir schon. Dann hier rüber. Okay, und hier sind jetzt wieder überall Gänge. Hier unten sind wir, glaube ich, noch nicht lang. Da. Okay.
Das ist hier unten. Und da geht's wieder in die Endlosigkeit. Aha. Das sieht aber wieder nach Belüftung aus. Und wieder zwei riesige Tunnel. Aber hier wird es wärmer. Da muss es wahrscheinlich rausgehen, ja, ja, glaube ich. Oh ja, da geht's raus, Leute. Aber verschlossen. Das tut gut. Für uns geht's dann schön wieder die 60 Meter die Leiter hoch. Und durchs Dickicht. Wir sind beide mit den Kräften komplett am Ende und es mag hier einfach nicht rausgehen. Wir müssen hier echt jetzt wieder alles absuchen, um den Weg zu finden. Eieiei. Okay. Was ist da jetzt? Nix. Oh ja, da ist der Motor. Der Motor vom Anfang? Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Der Motor vom Anfang, Leute. Da ist auf jeden Fall gleich die Leiter in der Nähe. Vom letzten Power und dann aber hier raus. Komm schon mit dem Pushkick. Ja, da ist sie. Hab ich Bock da drauf. Schön jetzt hier noch einmal 60 Meter drauf. Boah, das wird ein arges Workout. Kurzer Timecheck. 11 Uhr. Aha. Wann sind wir rein? Um 8 Uhr oder sowas? Also wir sind jetzt schon 3 Stunden oder sowas hier unten. Das ist krass. Uns. Boah, komm, Abflug. Boah, das wird ewig dauern. Boah, ich komm gar nicht voran. Und das schön um 11 Uhr. Ich kann nicht mehr. Okay, ich sehe das Ende. 20 Meter ungefähr. Komm. Oh mein Gott. Oh. Oben. Das ist es. Gott sei Dank hier wieder oben angekommen, schön die 60 Meter Leiter noch weggemacht. Ich glaube, es kann hier guten Gewissens rausgehen. Ja, komm, schnell zum Auto jetzt. Wir sehen uns dort, Leute. So, Leute, wir haben es wieder zum Auto geschafft, sind am Ende des Videos angekommen. Die Energiereserven sind auf Null, aber die Exploring Tour hat es wieder mal in sich gehabt. Das war mal wieder eine richtig kranke Location. Bin komplett erledigt, aber dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. In dem Sinne, haut's rein. Schönes Foto. Kranke Location, also wirklich. Ich sag's ja immer wieder, bei Roofless TV wirst du nicht enttäuscht. Jedes Video ein Hit.